Hola! Bonjour und willkommen zurück bei einer neuen Folge von GoFig 2. Wir gucken uns jetzt... Ach, du liebes Lieschen, ey. Wollt mir jetzt die andere Seite hier mal angucken. Ach du Scheiße. Feuerwarane. Das ist das Beste, was hätte passieren können, ey. Und jetzt fängt es auch an zu nieseln, Ehre. So, wir locken mal hier einen Normalo an. Komm mal her. Mit dir habe ich kein Problem. Den anderen Waran, das wird natürlich witziger. Ich muss da ausprobieren mit der Eislanze, die müsste jetzt aber auch gut Damage machen bei denen. Ja, komm ran hier. Hallo. So hat das zu funktionieren. So. Eislanze raus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl. Scheiße. Ach, scheiße. Der hat nicht gezogen, der letzte. Brauchst du dich rein? Na? Komm her, hier. So kann ich ja noch wegrennen. Meine Fire Resistance ist nicht sehr hoch. Scheiße. Ich brauch Mana. Das verpiesel dich. Komm mal hoch hier. Scheiße. Schafft's nicht hoch. Junge, was machst du denn? Alter. Wo ballert der denn hin? Nicht zu weg hier. Ah, meiner. Jetzt wird's gesoffen, komm schon. Gib Ruhe. Alter, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Ja, so schon mal nicht. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Und zwar einfach nur wegrennen. Schnauze, du. So. Jetzt habe ich meinen Frieden, ey. Die vier sind aber auch einfach nur scheiße, ey. So. Ich hoffe, der Rest ist noch Goldbrocken, lol. Der Rest ist noch anwesend, oder? Jawohl. Ja, man sieht die Hand vor Augen nicht. Och nee, ey. Andererseits, mega effektiv, die Dinger. Also, die Investition war es echt wert. Wo bin ich denn hier? ETF. Na! Ah! Ah, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Yeah. Komm her hier. Komm ran. Ehre. Nur 300. Das ist es nicht wert. So, wo ist der andere Halumi? Nee, das ist er nicht. Wo ist denn der? Wo ich denn den erledigt? Na egal. Was gibt's hier so Geiles? Ach du Scheiße. Ein Belia-Schrein. Ja, den fassen wir mal nicht an. Wir sind pro Innos. Andererseits, ich kann noch mal gucken, was passieren würde. Das würde heißen, ich spende Leben oder so. Na, da passiert nichts. Da passiert gar nichts. Wobei. Ich gucke noch mal hier. Nee, da war nix. Weil ansonsten bei Belia-Schreinen, bei
wenn das mit dem Grafikpatch nicht so abgefuckt wäre, würde es anzeigen, halt wie gesagt, Gold für Leben. Leben für Gold, meine ich. Aber ist nicht. Das ist halt doof. Also das sind, es gibt noch so ein paar Baustellen mit dieser Grafikmod, aber im Großen und Ganzen ist das schon geil. Ich weiß halt nicht, ob gerade aktiv daran gearbeitet wird, aber es wäre schon eine feine Sache. Na? So. Was haben wir überhaupt hier? So. Ich wollte hier nochmal gucken nach Krams. Nur jetzt, wo das Sonnenlicht weg ist, wird es umso schwerer. Leider. Was haben wir hier überhaupt? Oh. Oh. Klappmuschel, so habe ich es gerne. So. Ah ja. Ne, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen immer noch hier im Warten finden, ob wir irgendwas Interessantes noch hier irgendwo erkennen können. Aber sieht momentan... Oh, ja, ich wusste es doch. I fucking knew it. Ja gut, ich glaube, wir können jetzt uns damit begnügen. Da ist nichts zu holen. Dann wüsste ich mal gern, was wir dort hinten haben. Mal noch ein Varan. Hallöchen. Und da ist auch noch einer. Ja, du kommst auch noch dran. Aber alle der Reihe nach anstellen. Oh, zack. Alter, das muss doch Arsch wehtun, mit so einer Klinge da einen auf den Latz zu kriegen. Voll auf der Umme hier. Hast du gehört? Das muss doch wehtun. Nice. Yo ho, diddly die. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Wie ging das nochmal? Goldener Kompass, da ist er. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Hey, hey, diddly do. La 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 la. You are a pirate. Also wir auf jeden Fall noch nicht. Wir sind nur zu Gast. Vielleicht werden wir mal Pirat, mal gucken. So, als Nebenverdienst. Ach du Scheiße, hier haben sie wen aufgeknüpft. Mein Beilad. Es tut mir leid. Haben sie dich mit Seemannsgarn aufgeknüpft, ne? So, eine Hacke. Sind wir schon bei der Hackt's wohl. Was geht noch? Und es hört auf zu nieseln, finde ich auch cool. Oh. Was ist hier drin? Oh. Hausparty. Ich verstehe schon. Mhm. Ja gut, wenn ich hören will, muss fühlen. Zombies. Ach, mit einer Rüstung sogar. Ach du Scheiße. Muss ich mir Sorgen machen? Ach, weißt du, ach, scheiß drauf. Komm her, Skelett hier. Kein Bock mir, das da gehen zu lassen hier. Ey! Ja gut. Jeder ist jetzt erstmal mit sich selber beschäftigt hier. Ja, Ehre. Oh oh.
Was war das denn, ey? Ich hatte schon gerade übelst Angst, dass das Spiel wieder abgekackt wäre, aber nichts zu plündern. Der Zombie musste erstmal sterben und das hat enorme Rechenleistung hier abgefordert. Bin mich froh, dass es nicht so ist. Hallöchen! Ich komme von der Hausdurchsuchung. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Danke! Was haben wir denn hier? Amulett! Oh Gott, ist das düster hier. Holy, hier liegt ja schon ein bisschen was rum hier. Ein Ring. Noch mehr. Rostige Axt. Nochmal Gold. So, du darfst dich entfernen. Der hat da doch safe nichts. Ja, nicht Zombies. So. Zombies haben nie was. So. Da. Rostiger Zweihänder. Ja, warum nicht, ne? Da ist nichts zu holen. So, und hier war auch noch Gold. Sehr schön. Sehr lecker. So, was war das jetzt? Wir haben Amulett. Amulett der Kriegerkaste. Sehr gut. Ring der Heiler, Ring der Gewandtheit. Alles klar. Das ist schon mal gehört zu dieser Einigkeit. Genau. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Richtig nice. So. Ja, hat sich gelohnt. War nett hier. Es wird auch schon dunkel. Und wenn sonst hier nichts weiter ist, würde ich sagen, dann gehen wir wieder zurück zum Strand. Also auf die andere Seite. Zusammen. Zum Glück sind wir auch Innos-Angehöriger. Deswegen haben wir mit dem Belia-Schrein auch nicht viel zu schaffen. Und wir meiden diese sogar eher. Nice. So, Garrett. Garrett, ich habe hier was für dich. Oh Gott. So. Da hocken sie. Nice. Oh, ich finde diesen Laden einfach geil. Das war so übelste Chiller-Truppe. Jeden Tag nur saufen, das Meer genießen, die Sonne auf dem Arsch brutzeln lassen. Wo ist er denn? Da. Ich bin ganz deiner Meinung. Guck mal. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Her, nimm diesen Gürtel dafür. Ja, er ist mein wertvollstes Stück. Aha. Sicher, dass du nicht noch ein anderes wertvolleres Stück hast? Sag mir, was hat er mir denn gegeben? Das nicht gewusst hast. Save das hier, Gürtel des Schutzes. Ist nett. Muss man schon sagen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. So, folgendes. Da war das hier, der Strand im Norden? Nee. Ah ja, stimmt, ich rede nochmal morgen, aber der ist doch safe am Pennen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Der pennt 24/7. Wusste ich's doch. Du alte Suffratte, komm her. Was ist los? Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. So muss das. Hier hast du deinen Lohn. Tja. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Man kennt's. Ja. Er schreitet zur Tat. Das Zeug ist gut. Ja, toll. Jetzt wirklich jetzt? Nix mehr? Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. So. Och nee, ey, jetzt. Das kann ich nicht skippen. Sauf dir einen weg, ey. Das Zeug ist gut. Toll.
So, Up in Canyon. Den würde ich gerne mal bei Nacht genießen. Eine Mine irgendwo hieß es. Weil so ein Canyon bei Nacht ist schon auch geil. Ja, wir haben so ein bisschen was gesehen. Ja, ich wollte auch nicht zu tief rein, weil es könnte auch sehr gefährlich in Zukunft werden. Henry, was geht? Lass mich in Ruhe. Alles klar. Ganz wie du willst. Das ist ja aber schlecht gelaunt. So. Le Canyon. Eine Mine, eine verlassene Mine. Okay, ich hoffe, die finden wir relativ nah. Gönn dir. Das ist auch noch für dich. Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwie an einem Razor vorbei oder so. Gar kein Bock. Doch, werden wir wohl müssen. Da oben eigentlich noch Viecher? Ich guck mal. Dann können wir die jetzt erledigen. Aber sieht gut aus. Was macht denn hier unten diese Geräusche? Ah, hallo. Also. Schnell so. Ja, nee, zu viel Razor. So viel los hier. Das ist die Mine. Wow! Damn. Was ist das? Also. Musik ist etwas sprunghaft hier. Das sieht doch ganz gut aus. Let me guess. Ah. Hallo. Weg mit dir. Piesel you, danke. So. Le Tronc. Aber hier. Dunkelpilz. Butterfleisch. Nice. Der Standardkram. Oh Gott, Warrior. Ja, du. Dich packe ich noch mit rechts. Zwar nicht mit links, aber mit rechts. Na komm her. Jawohl, du. So. Ja, da auch noch so ein Mistviech. Hä, nicht? War hier nichts, okay. Ich könnte schwören, ich dachte, ich hätte hier einen Richtstab, lol, was? Was ist ein Richtstab? Damn, der Shit wäre früher ziemlich geil gewesen, aber kein Vergleich. So. Speichern. Dann war das hier oben, okay. Hola! Entschuldigung, wenn ich störe. So, komm her. Schade. So, ja, Mann.
zwar kein Crit, aber geht schnell. So, was ich machen wollte, folgen, ich wollte Sachen ausprobieren, so wie in, na, das habe ich voll vergessen, wie bei Elder Scrolls mal. Einfach so Sachen snacken, zum Beispiel, was passiert, wenn ich, deswegen speichere ich. Wo war es denn? Wo ist es denn? Hä? Da, wenn ich hier reinbeiße. Okay. Wenn ich viele von denen snacke. Toll. Hat's nicht gebracht. Dann Minecrawler-Zangen. Dachte, dass er irgendwie erhöht das Mana oder so. Wollen wir mal ausprobieren. Hier, ich baller mal ein. Oder warte mal so, dass man es sehen kann. Hier, Minecrawler-Zangen. Ja, moin. Verliert mit der Zeit seine Wirkung, aber es regeneriert von Anfang das. Das ist cool. Das muss ich unbedingt behalten. So. Schmeckt bitter und giftig. Wenn etwas giftig schmeckt, dann schmeckt das auch nicht nur bitter irgendwie. Schmeckt giftig. Herr Ober, mein Essen schmeckt giftig. Wie das da kommentiert ist. Wanzenfleisch und Muschelfleisch. Roh, unbedingt genießbar. Hä, aber so gekochte Muscheln schmecken doch auch lit. Wer kommt auf die Idee, die einfach nur roh zu snacken? So, was weißt du, so Jakobsmuscheln, ne, aus dem Kochtopf oder so. Oder aus dem Ofen überbacken. Richtig geil. Was haben wir hier? Ich hoffe, hier finden wir die Antwort auf unsere Frage. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schatzkiste, toll. Wo? Wo ist es? Schatzkiste. Ziemlich schwer. Ein Haufen Zeug erhalten, ganz toll. Haufen Zeug kann alles sein. Ich hoffe, ich finde hier irgendein Schriftstück oder so. Alter. Das war ja nicht sehr präzise, Piranha Bytes. Ich glaube, dann war dies Heuerbuch. Das scheint neu zu sein. Gucken wir mal rein. Aha, Francis Heuerbuch. Der Mann scheint sich eine Menge Gold in die eigene Tasche zu wirtschaften. Handelsschiff. Eigener Anteil. Ja, wie auch immer. Okay, gut. Sieht gut aus. Das sind so Beweise, die, denen ich gegen ihn vorgehen kann. Das ist nice. Na schön, dann wollen wir mal. Interessante Wendung. Nichts zu plündern. Dann kriege ich eigentlich wieder ein Level ab. Oh, scheiße. Dauert noch. Ich hätte schon mal Bock wieder auf richtig nice Level-Ups. Was haben wir hier? Na, Spruchrolle. Gebratenes Fleisch, Kohle. Noch mehr. Pfanne, Kohle, 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 Kohle. Nett. Dann gehen wir mal wieder. Schulden wir irgendwie den Piraten, habe ich das Gefühl. Weil ich denke, dafür kriegt man am meisten Erfahrung, wenn man auch diesen Weg gegangen ist und nicht das nur mit dem Schlüssel. Das bedeutet, das Spiel belohnt einen, dass man Köpfchen gezeigt hat hier. So muss das. Es sei denn, ich irre mich und du kriegst nichts dafür, das finde ich sehr beschämend. So. Ich glaube, ich leg mich vor, pennen. Hier schön in freie Koje. Jawohl. Noch ein Rauchen, bevor ich hier jemandem das Leben die Hölle heiß mache. Ach, lecker, lecker. Oh, Traube Minze kickt.
Ah ja, ich sollte hier aber was Geiles für dich mitbringen hier, ne? Stimmt ja hier. Nimm diesen Hering, genau. Nimm diesen. Ah, geht runter wie flüssiges Feuer. So, jetzt aber. Bring mir was bei. Stärke und Geschick. Joa, Klassiker. Das mach ich aber inzwischen selber. Es geht. Was hast du so? Zeig mir deine Ware. Was Neues? Reine Lebensenergie? Nee. Ich könnte verkaufen, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Und glaube ja nicht, so, und die Drachenschneide behalte ich, genau. Meinst du, mir geht das besser? Okay. Richtstab. So. Ich bin ganz deiner Meinung. Guter Dolch, was? Was ist ein guter Dolch? Man musste es ja so kommen. Ich hab dir einen guten Dolch verkauft. Ach, der gibt nur ein Handtalent. Es wäre schön, wenn man den am Anfang hätte. Der kommt ein bisschen spät, finde ich. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Oh Gott, schade, Schatulle. Guck mal, was hier alles im Müll gefunden hat. Den Schädel behalte ich, der Schädel ist geil. Ich brauche nur noch Juwelenschatulle, ne? Kann man die eigentlich aufmachen? Nee, kann man nicht. Selbst ist der da nicht. Egal, verkaufe ich wann anders. Man musste es ja weiß wegen ja des Grocks. Ach stimmt. Wie viel Grock habe ich eigentlich? Komm, dann gehe ich noch zu Samuel, kaufe noch mal 10 ein. Man weiß dann ist gar doch nicht auch mehr, erledigt. Man noch glauben soll. Den Skip ist auf dem Trocknen. So, wo ist er? Samuel L. Jackson. Brauche etwas Grog, mein Freund. Was hast du sonst noch? Ich glaub, bei mir gibt's so alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Man kann sich Rationen einzeln holen, aber man kann sich die auch hier... Ups. Kann sich auch die... Ach, wobei, ich behalte alle. Man weiß ja nicht, es kann ja sein, dass es wieder immer noch... irgendwann hier und da mal einen Pirat gibt, in den es nach Grog düngt. Man weiß nie. So, Skibby, guck mal, Skibby dabab, Scatman. Hier. Von mir erfährt keiner. Wegen des Grogs. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Umsonst? Naja. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Was? Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Ja, Geld habe ich genug. Hau mal raus. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. Sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Jetzt? Kannst du mich nach Korinnes bringen? Nee, ich fahre später. Werd mir erstmal einen Ort. Ich hab was anderes gehört. Ja, du willst saufen. So, was für ein Ring, Alter. Wir sind überladen mit Ringen. Ja, ist das einer? Das ist doch schon lange bekannt. Lahm. Ring der astralen Kraft. Ja, den trage ich selber. Der Eisenhaut. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Feuerring. Ring der Geisteskraft. Schutz vor Magie. Schutz vor Pfeilen, Ring der Unbesiegbarkeit. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm nicht so. Ja, ne. Das ist doch alles nur Gerede. Ich bleib bei den Ringen, die ich trage. So, Francis, wir müssen uns mal unterhalten. Gib mir den Schlüssel. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Das Buch habe ich noch nie gesehen. Oder selbst wenn mir das Buch gehören würde, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Klar. Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Warte mal. Du wolltest doch den Schlüssel zu Gregs Hütte. Ich gebe dir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Da drin sind eine Menge wertvolle Sachen. Aber du gibst mir das Buch und hältst die Schnauze, klar? Ach, schade. Egal. Was soll's. Hätte zwar Erfahrung gegeben mit dem Schlüssel, aber... haben wir uns geeinigt. Machen wir hier mal zu und gucken mal, was wir hier so Geiles plündern können. Da ist erstmal ein Ring in der Schnauze. Ja. Warum eigentlich nicht?
Gold. Logbuch von Greg. Logbuch von Greg. Logbuch von Greg. Hau mal rein hier. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Die Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt. Und wir den See stechen können. Ich werde wohl mal ein einziges Wort mit meinem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieses Arsch? Hat mich von diesen stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Seinen Speichellecker Bladwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten, wenn er nicht bald zahlt. Dann werde ich andere Seiten aufziehen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss herausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager. Damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort herausfinden, was Raven vorhat. Alles klar. Gut zu wissen. So, da werden wir hier erstmal alles mit einem Flaschenpost. Damn. Schatzkarte erhalten. Wo ist die Schatzkarte? Damn, Schatzkarte. Oder an einigen Stellen markiert. Geil. Ja. Nice. So, weiter plündern. Ehre. Sextant, holy shit, den braucht unser Freund. Und die Truhe hier, lass er ab, die Truhe hierfür. Okay. Scheiße. 1, 2, 3. Sehr gut. Ja, Standard, ne? So, dann machen wir mal hier auf. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Oh. Kaum ist Mama ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Ist das geil? Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sie einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. So geil. Und du, geil. Was hast du gemacht? Das ist so geil. Gearbeitet. Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Meister. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Er ist wieder da. So. Sehr feine Sache. Kollege, da sitzt der Captain. Und wie es mit ihm weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Denn Greg ist wieder da. Yeah! Bis dahin. Tschüss.